Die Siegerin! Sortiert die BSV-Spielerin nach der Entfernung ihres Geburtsortes zu Buxtehude. Als Hinweis, es kommen drei Spielerinnen, sind in Hamburg geboren, die dürft ihr natürlich in einer beliebigen Reihenfolge nebeneinander legen. Also, okay, ich mach mal an, wir machen hier das Entfernteste. Genau. Ich mach mal an. Machen wir mal, Lisa kommt ganz weit weg. Ist ja erstmal nicht falsch. Ja, genau. Also das muss ich mir ja erstmal alle angucken. Ach so. Also Lea wurde in Hamburg geboren. Also ist es näher dran als Lisa oder weiter? Naja, näher dran natürlich. Okay. Ich klicke es einfach da. Okay. Ja. Caro kommt aus dem Osten. Ist, denke ich, näher dran als Lisa, aber weiter weg als Lea. Richtig. Ja, ne? Ja. Aber das ist sicher nicht. Das ist sicher, dass irgendwie hier in der Nähe, aber. Ich habe keine Ahnung. Es ist auch die Luftlinie, falls ihr euch fragt, ne? Also, es zählt ja, die Luftlinie. Ja, ja, aber ich bin da dran. Jetzt Animus. Was überlegst du denn? Hardy, oh, Hardy wollte auch in Hamburg geboren, sage ich. Den leg irgendwo hin. Ja. Ja, dann okay. Können wir die ja so legen, ne? Könnt ihr auch so legen, wenn genau. Wenn das Hamburg ist. Ja, das wäre. Ist richtig. Beide in Hamburg geboren, beide gleich weit weg. Also ich. Paulina kommt nicht aus Wiesbaden oder so? Frankfurt in die Ecke? Frankfurt-Wiesbaden. Oh, jetzt die Frage. Es war blöd, dass ich. Ich weiß ja nicht mal, wo Caro im Osten ja, aber wo? Die ist in Halle aufs Internat gegangen. Deswegen würde ich vermuten, dass sie da auch irgendwo dann geboren ist. Dann denke ich mal, dass Hannover dazwischen liegt. Mieke? Mieke näher dran als Caro, aber weiter weg als Hamburg. Das ist richtig. Ist jetzt auch wichtig, ob es aus Hannover oder sonst was? Nö, das muss nicht unbedingt okay. Stimmen. Ich habe von der Mitte, das könnte alles erzählbar sein, von der Mitte. Hier, Schleswig-Holstein, ne? Denkt dran, ihr seid irgendwo noch ein bisschen Gegnerin, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder ich traue mich jetzt einfach mal damit. Ich sag, Terry kommt auch irgendwo von da unten her, oder? So weiter als Lisa oder näher? Also näher als Lisa. Das ist richtig. Und dann ist das nächste halt schwierig hier. Da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Der ist auch da ja, in auch der Region, da, ja. Ne? Aber ob das jetzt näher oder weiter ist. Ach, weißt du was? Das ist jetzt hier ja Beschiss. Ach so. Du hast jetzt. Nein, so machen wir nicht. Weiterspielen. Du hast jetzt ja nicht gesagt, gesehen. Ob man das darf oder nicht darf. Ich kam gerade nur auf die Idee, dass man das noch machen könnte. Nein. Das ist meine Autogrammkarte so hell. Ja, im Vergleich. Obwohl Easy ist auch so hell. Wahrscheinlich würde ich da nochmal hell machen. Norderstedt? Ich weiß, ich kann auch gut Hamburg sein. Also kann auch gut Hamburg sein, richtig. Boah, das könnte. Das ist ganz schwierig. Sind auch mehrere in Hannover oder in der Region geboren? Nein, dann hätte ich das gesagt. Drei in Hamburg und sonst alle klar auseinander. Lüneburg, glaube ich. Meret kommt aus Lüneburg. Ja. Würde ich
Merit näher als Mieke und weiter weg als Kate und Lea. Ist das deine Antwort? Ja. Das ist falsch. Hä? Denn Mieke wurde nicht in Hannover geboren, sondern in Geesthacht. Und Geesthacht sind nur 45 Stimmt. Kilometer. Ja, Lüneburg sind 54 Kilometer. Aber ich wundere mich, dass ihr den Joker nicht genommen habt. Paula wurde in Buxtehude geboren. Das wussten wir. Wir haben halt eben bei, ob sie Buxtehude oder Hamburg. Sortiert die Bundesliga-Vereine nach ihrer Platzierung in der ewigen Tabelle von 1975 bis heute. Wer meist gewonnen hat, oder? Für einen Sieg gibt es 2 Punkte und wenn man über 30 Jahre viele Spiele gewonnen hat, dann steht man weiter höher als Vereine, die nicht so viel gewonnen haben. Ja, ne, das hat sich gut davon, können wir einmal kurz alle ausbreiten hier. Also Anni fängt an. Ja. Darf ja erstmal mit irgendeinem vorlegen. Muss es denn, ja, okay. Muss es gibt eine klare Tabelle, ja, so wie es in der Bundesliga auch ist. Also kann ich jetzt einfach einen Verein hinlegen? Ja. Ja. Kannst du sagen, wo erster und letzter. Ihr müsst nicht die Platzierung wissen, ihr müsst nur wissen, ob die besser platziert sind als die anderen Teams. Ja. Die erste ist schon sehr schwer. Du hast freie Auswahl, das ist schon sehr schwer. Weil sie so lange überlegt. Ja, sie überlegt wahrscheinlich, was sie machen kann, was sie noch als Trumpf im Kopf behalten kann. Also was du, ne, denk dran, die Bundesliga von 1975 bis heute. Ne, dass also, sie einsetzt. Fangen wir jetzt mit uns an. Buxtehude als setzt du. Okay, dann pack mal Buxtehude. Mit einfach ein bisschen mit nach vorne. Genau, leg das. Dann würde ich, die Luchse würde ich hinten. Dreht die logisch mal in die Kamera, bitte. Achso, sieht man. So? Also genau, und dann mach mal auf die Seite hinten. Schlechter platzierte. Luchse schlechter als Buxtehude, das ist richtig. Ja, da wird es mir auch schon aufgeräumt. Ich sag, Oldenburg ist schlechter als Buxtehude. Das ist richtig. Leverkusen ist besser. Das ist auch richtig. Schlechter als Oldenburg und besser als die Lux. Das ist richtig. Die Flames sind besser als die Luchse, aber schlechter als Göppingen. Und das ist falsch. Die sind besser, sind auf Platz 17, Göppingen ist nur auf Platz 21. Bensheim hat früher, also Rot-Weiß-Auerbach, noch viel gepunktet. Sortiert die BSV-Spielerinnen nach der Anzahl ihrer Bundesliga-Tore für den BSV. Es gibt 4 Spielerinnen, die noch kein Spiel gemacht haben. Die stehen natürlich bei 0. Die dürfte auch wieder auf eine Ebene setzen. Bitte nicht hinten drauf gucken, hinten würde es draufstehen. Ja, das wissen wir jetzt. So, dann machen wir mal Lohne ganz vorne. Kati ist auf jeden Fall schlechter als Lohne. Also schlechter. Das ist aber risikoreich. Ja, ne? Aber das ist richtig. Linde ist in der Mitte. Das ist richtig. Ich sag, Lea hat mehr als Kati gewonnen. Das ist richtig. Ich sage, du, nee, das mache ich nicht. Das wüsste ich nämlich nicht. Ich weiß nicht, wenn ich das nicht selbst habe. Ja, voll. Also.
Ich weiß diese vier Leute. Ja. Die sind noch in meinem Kopf. Deswegen, wenn ich das jetzt auch spiele, bin ich auch wieder der anfängt. Weißt du? Ja. Das ist mein Problem. Aber ich sage einfach mal, Lisa hat mehr Tore geworfen. Nee, wir machen es ganz einfach. Easy. Ey, das ist die Linde ist da blöd. Die Linde ist auch schon blöd. Die ist richtig blöd. Ich kann die gar nicht einlösen, wie viele Tore sie gemacht hat. Dann wird ja schon mal früher das hier gespielt. Bei Lynn. Bundesliga-Tore für den BSV. Das heißt, es zählt auch die erste Saison, natürlich bevor sie nach. Ja. Aber Paula würde ich hinter Lynn setzen und vor Lea. Das ist richtig. Paula hat ja nämlich schon mal gespielt für den BSV. Ja, ja. Ich hole mir jetzt einfach mal mich. Ich sage, ich habe mir erst Lynn geworfen. Das ist ja sehr arrogant von dir, aber es ist richtig. Ja, okay, aber du warst viel verletzt. Ja. Sie hat gespielt. Ja, das ist schwierig. Aber Mieke hat mehr als Anni. Und damit haben wir eine Siegerin, denn Anni hat mit 136. Anni hat 136 Tore und das ist nach Lohne Platz 2 in der aktuellen Mannschaft. Ui, wie viel hat Mieke? Mieke hat erst 60 Tore und wäre nach Lynn gekommen. Lynn ist bei 79. Krass. Damit herzlichen Glückwunsch an Anni zum Sieg danke. Der gesamten Challenge.